Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator. So, der Winnie, der will, dass ich hier so einen Gemäldetausch vollziehe. Aber bevor ich das mache, fahre ich erstmal zum Pfandhaus, verscherbel da ein, zwei kleine Dinger, die ich da beim letzten Mal geklaut habe, in meinem beliebten Lieblingshäuschen. So, genau, Gamepad. Ja, Festplatten bringen jetzt nicht so viel, aber die Gamepads und die Spielekonsolen, das ist der Hammer. Silberohr behalte ich mal noch. Die horte ich so ein bisschen zu Hause. Hast du eigentlich hier draußen irgendwas Neues? Nö, ne? Ich meine, der Van, wie gesagt, schöne Sache und sowas, ne, gefällt mir. Aber ich dachte, du bietest vielleicht mal irgendwas anderes an. Mal ins Versteck. Da muss ich erstmal gucken, habe ich ein paar neue Aufträge? Weil ich habe jetzt so ein Hacker-Dingens, hier so Hacker-Notebook. So. Aber nö, hier gibt's nichts. Neue Infos gibt's auch nichts. Oh, immer wenn ich hier reingehe, als erstes sehe ich diese blöden Vasen und denke mir, ach man, die dummen Vasen. 120.000 für so ein Ding. Eieieiei. Skillpunkte. Ich habe 3 übrig, das reicht nicht für, genau, wir nutzen den Laptop Pro, um Thomas über Distanz. Ja, den habe ich sowieso noch nicht, also interessiert mich das auch noch nicht. Gut, haben wir hier eigentlich irgendwas Neues? Nö, ne? So, ups, da hat es mal kurz am Mikro gekratzt. Ich gucke jetzt einfach mal die Gebäude durch, weil in 208, ja, das Ding, da muss ich was machen, aber ich gucke einfach mal die anderen Jobs noch durch, ob da nicht irgendwo noch was Schönes dabei ist. Hier zum Beispiel 4 Beute in der 207. Untersuchung, Schlafzimmer, antike Zeit. Ja, genau, die ganzen antiken Dinger sind hier. Richtig, das hat ein elektronisches Schloss. Ah, ja, das Auto lasse ich mal in Ruhe. Aber die Registrierkasse und sowas, das ist gut, das ist gut. 207, da gucke ich mal vorbei. Weil so nebenbei auch mal diese ganzen anderen kleinen Aufträge bei Black Bay erledigen, das ist schon was. Das bringt Kohle. Und Kohle ist wichtig, weil da gibt es ja noch was für 120.000, was ich mir da leisten soll. Ich weiß auch schon ungefähr, welches Grundstück das hier ist, ne? Mit der 207. Rum. Bei euch Trottel war ich ja schon häufig genug. Ihr kommt ins Schlingern, sobald du auf die Bremse drückst und ich habe jetzt auf die Bremse und nach links, wollte so einen kleinen Slide machen, da ist der nach rechts abgedriftet. Das ist nicht geil. Du kannst mit dem Ding hier keine Verfolgungsjagd machen. So, das ist jetzt 208, in der 208 war ich auch noch nie drin, ne? Aber wir gucken erstmal bei der 207. Ja, schon wieder. Ich wollte bremsen und nach rechts und der lenkt nach links. So. Dieses Zeitfenster hier könnte ich ja noch irgendwie absichern. Warte mal, ich stelle immer meinen Van nicht auf den Parkplatz. Ich stelle den mal hier neben das Haus, stelle mich auf den Van drauf und guck mal mit dem Feldstecher, ob ich nicht irgendjemanden entdecke. Nicht sein. Ja, Gott. $9 geschenkt. Ja. Routine gecheckt. Okay. So. In der Nacht, wenn der Bier das Bettchen kracht. Ja, ich guck nochmal hinten rum. Nee. Also Wege rein ist so eine Sache. Ist so eine Sache für sich. Aber ihr habt halt den Stuff, den ich will. Wollte mir da nicht sagen, dass hier nichts ist.
Wollt ihr mir nicht sagen, dass hier. Och, Yoko Ono. Wirklich, muss das sein? Ganzen Tag hockst du hier rum. Nervt total. Nur die Kamera ja drüben. Kann doch nicht sein. So. Aha. Habe ich es nicht gesagt? Da ist da noch was. Und Bingo. Immer schön nach den Pfählen Ausschau halten. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwo was? Nee, zweite Chance, bla bla bla. Okay. Machen es so, wir kommen nachts wieder. Wir kommen nachts wieder. Oh Mann, die Steigung. Das ist nichts für den Van. Das ist absolut nichts für den Van. So. Schlafen wir mal ein bisschen, sagen wir hier, bis 21 Uhr. Also Führer zu fein. So. Upsi, my bad. Ja gut, deine Routine hier kenne ich ja schon um die Uhrzeit. So, vorne die zwei Security-Kasper. Das wird die Herausforderung. Mal. Nein! Ach Mann, dass er sich immer. So, die Rollläden. Jetzt blöd, kommt die Tussi zurück. Ne, die sitzt da. Ich kann ja durch das Ding durchgucken. Ah, ich habe mal irgendwas im Rucksack vergessen, sehe ich auch gerade. Gebetsstunde? Nee. Müsste eh jetzt abhauen. Die müsste eh langsam aber sicher abhauen. Toll, sie kommt wieder. Wollt ihr denn immer nicht alle abhauen? Miss, hauen Sie bitte ab, kommen Sie bitte nicht rum. Warum sind Sie eigentlich nicht im Haus zu dieser späten Stunde? Es ist 23 Uhr, ich bitte Sie. Habt ihr das gerade auch bemerkt? Wie diese mich total ignoriert hat hier in der dunklen Ecke? Die ist voll, ich kann an mir vorbeigelatscht und hat mich ignoriert. Was war das denn? Man erkennt schon, dass sie kein Security-Typ ist. So. So, grün.
Das hier geht. Das hier, das müsste so gehen. So, Kameras. Kein Problem mehr. Ja, gut. Wunderbärchen. Ja, die Kameras sind kein Problem mehr. Das wissen wir ja schon. Das ist so. Düm, 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 düm. Was, wo ist denn hier der? Ja. Nee. Geh da raus. Geh da raus. Fenster sind da schon. Muss nicht zweimal die Fenster machen. Ach, die Registrierkasse ist auf der anderen Seite. Ach, Manno. Was ist denn das eigentlich mit diesem Nachtsichtgerät? Dö. Gut, Regenrinne. Gut. Sag es vielmehr dir. Wie komme ich jetzt hier raus? Mal wieder zu. Guck mal von oben. So, Routine gecheckt. €500. Sag mal hier, Wecker, ja, nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, irgendwas anderes Wichtiges vergessen, ha? Nicht stört. Ja. E-Gitarre. Wo läuft denn der hin? So. So, zack, zack, zack und weg war ich. So, Edi, das bemerkt. Das Auto, das hole ich mir nicht. Das könnte irgendwann ein Auftrag sein. Deswegen. Mir kam es jetzt erstmal auf den antiken Schmuck und den ganzen anderen Krimskrams in deiner Bude an. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich hätte irgendwas vergessen.
Ich werde es zu Hause feststellen, dann werde ich mich ärgern. Dann denke ich so, ah nein, wieso, wieso nur, wieso nur. Ja, komm. Wohnen hat was festgestellt? Wir haben gar nichts festgestellt. Ich war schon weg. Keine Ahnung, was die festgestellt haben. Ja, genau. Und da kriege ich ein D. Da kriege ich ein D, weil die das jetzt festgestellt haben. Da war ich schon längst weg. Die haben mich überhaupt nicht bemerkt. Sauerei, Elende. Das ist ja furchtbar mit euch. Ja. Dafür habe ich das hier. Die Gitarre gehörte nicht mit dazu, schade. Ach, das ist aber auch, ihr seid aber auch kreblich, ihr seid aber auch kreblich, ihr. Furchtbare Leute. Festgestellt. Die war schon längst weg. So, hier mein Freund, guck mal. Lampe, bitteschön, Headset. Ein Wecker drehen, der war mal was wert, ein Router. Achso, und hier eine E-Gitarre. Silberuhr und das Ding behalte ich erstmal. Muss ich erstmal reparieren. Danach kriegst du es dann. So, ab ins Versteck. Boah, gehe ich in D-Rang, weil die bemerkt habe, dass ich drinne war, obwohl ich schon längst weg war. Nee, also nee, Leute, Leute, Leute. Ihr seid's mir welche. Ja. So. Zack. Zack. Und das war easy. Die olle Uhr. Die Silberuhr. Die bleibt mal hier. Ach komm, dich tue ich auch mit rein. Ist ja wurscht. Ich hab noch genügend Platz. Ich hab noch genügend Platz. So, gucken wir doch mal. Hier. Auftragslage. Schöne Sache. Hier fehlt noch eine Beute. Ah ja, das ist das Auto. Das will ich aber noch nicht holen. Das will ich noch nicht holen. Butlers habe ich alles. Und hier gibt's. Okay, Hälfte der Routine habe ich schon gecheckt. Das Gemälde mit dem Replikat. Puh. Ja, mal gucken. Richie Rich Street, ich komme. So. Oh, jetzt habe ich vergessen, welches Haus war es denn? Die 208. Bei euch müsste ich mal erstmal gucken, wie das mit eurer Routine aussieht. 208 ist natürlich genau im anderen Straßenverlauf. Ach, ist das fein. Ist das feini, feini, fein. So, hier um die Kurve. Da findet die raus, dass ich da war. Ach komm schon. Liar, liar, pants on fire. Überhaupt nichts gecheckt. Idioten, ich habe ihre Routine gecheckt. Das habe ich. So. So, nee. Weil ist das hier ein Weg? Gut, jetzt muss ich mal gucken. Aha, ist hier irgendwas Verdächtiges? Hallo, Mr. Sicherheitsmann? Aber das kann doch nicht alles sein. Ja, ich hab's gesehen. Da ist eine olle Kamera. Ist hier noch irgendwas? Kann nicht alles gewesen sein. So, da fahren wir mal ein Stückchen weiter. Guck mal hier hinten. Upsi, sorry, my bad. Na hallo, wen haben wir denn da? Kleine Kamera. War da vorne noch was? Nee. So, die Kameras haben wir. Was ist denn da? Die Fenster für den Klar. Okay, das ist blöd.
Und da befindet sich im zweiten Stock neben dem Fenster zur Garage. Okay. Klettertor befindet sich im Gang des zweiten Stocks. Fensterstab befindet sich im Gang. Okay, das möchte ich hängen noch hoch. Ja, ich fahre hier mal wieder raus. Versucht mal von der anderen Seite. Ich fahre hier mal wieder raus. Ach, bitte. Müssen wir halt wenden. Kein Ding. Mach mal auch. Hier schön wieder die Schräge hoch. Was ist das hier eigentlich für eine Baustelle? So. Müssen wir auch noch machen. Ich fahre hier mal hin. Ja Gott, guck auf meinen Kontostand, Junge, ist mir egal. So. Da. Da ist eine Kamera. Okay. Das Gemälde ist in der, ja. Drei Punkte. Das Gemälde, ja, okay. So, ich gehe hier mal außen lang. Gegli-gegli-gu. Irgendwas Verdächtiges noch? Dieses Haus ist so weiß, es blendet mich. So, hier ist nur diese Kamera. Ich sage jetzt bloß die, wie komme ich rein? Glasbruchsensoren ist nicht gut. Aha. Hallo, warte mal. Ach, guck mal einer an. Hier könnte ich ran. Ist nur die Sache, die. Ist keine Tür. Will das sitzen? Okay. Ich glaube, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Oder besser gesagt, ich muss mal die restliche Routine von euch Typen checken. Ja, ist ja in Ordnung. Also ich komme hinten über die Steine rein. Och, jetzt machst du es aber mit Absicht. So. Hinten über die Steine komme ich rein. Ich müsste aber mal im Auto schlafen. So, ist 23 Uhr mal. Ne, das ist nicht 23 Uhr. Zu früh abgebrochen. Zack. So, schlafi. Gut. Weil gleich beginnt die andere Routine-Schicht. Und oh. Ja, die offensichtliche Kamera habe ich wieder übersehen, ne? Gut, über das Tor kommen wir schon mal nicht raus, wenn wir nicht vorher die Kamera deaktivieren. Aha. Ich frage mich nur los. Diese vielen Orte, die ich hier besuchen muss, wegen dem Gemäldediebstahl. Wo ist die Kopie? Ist die Kopie bei mir? Nee.
Die ist wahrscheinlich in der Garage oder da hinten in diesem einzelnen Örtchen. Und da muss ich ja das Bild ganz leise und unbemerkt ersetzen. Wir wollen bestimmt nicht, dass ich hier, ja, immer zu Hause. Okay, hier verlässt keiner das Haus. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das hier? Das war dumm. Das war's. Das war dumm. Gut. Schön, dass wir das überprüft haben. So, Richie Reed Street. Ich breche nachts ein, komme über den Stein hinten ins Haus rein. So machen wir das am besten. Und das Gemälde halt. Da muss ich die Kameras ausschalten. Was ich auch bringe mit meinem Hacker-Tool. Das müsste ich jetzt auch nochmal gucken. Mein Hacker-Tool. Ja, Gegenstände. Werkzeug. Hacker-Werkzeug. Nee, das meinte ich nicht. Hacker-Laptop. Quick. Signalkopierer brauche ich jetzt gerade mal nicht. Signalkopierer brauche ich, wenn ich ins Auto klaue. Da könnte ich doch mal ganz kurz was schauen. Wenn ich hier zick, zick, zack, zick, zack, Hühner Kack. Zack. Aha. Okay. Überprüfen die das eigentlich? Ah, ich weiß es nicht. Gut, aber das ist jetzt schon in den frühen Morgenstunden. Ich schlafe bis zum frühen Abend und dann wird das Ding durchgezogen. Dunkel sehe ich mein eigenes Auto nicht. So. Du, 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 du. Und da. Aber ihr da draußen, ihr seht das erst beim nächsten Mal. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.